Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Denken wir auch, ne, von da sind wir gekommen? Nee, ach, keine Ahnung. Wir müssen hier lang, also machen wir das jetzt. So. Wir machen jetzt genau das, was das Spiel uns sagt. Was? 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 Wie? Ist ja voll... Alter, ist ja schon... voll organisch und so, ist ja... lecker, lecker. Warum rennt der denn jetzt nicht? Was war denn das? Was? Nee. Ach, ich muss eh drücken. Ja, Mensch. Weg. So. Ach, guck mal. Ja, guck mal. Ah, jetzt macht das doch kaputt. Credits nehmen wir natürlich immer gerne. So, wer bist du? Du bist ein Toter, du interessierst nicht. Ich denke mal, wir müssen hier, ne? Keine Ahnung. Ah, scheint so. Gucken mal hier, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Und hier sind auch voll viele von diesen kleinen Kackviechern. Oh, der war daneben. Aber der hat voll gesessen. So. Alter! Habe ich das gerade richtig gesehen? Da war da so ein Vieh hinter. Und ich glaube, das wurde erfolgreich von der Tür eliminiert. So, ja, Stase-Packs brauchen wir eigentlich sowieso. Nein, jetzt sind da auch noch so eine Kackviecher drin. Was macht ihr denn da drin? Was soll das denn? Da sollen doch schöne Sachen für mich drin sein. Achso. Kann ich da kaputt schießen? So, oh. Schieße mal den Kopf ab. Achso. Ja, ein Energieknoten. So. Man weiß ja nie. Ob nicht, dass die auf einmal noch leben und dann hast du... hast du die an der Backe, ey. So. Achso, das war, glaube ich, was da an der Wand immer hängt, ne, diese... Was ist denn hier los? Achso. Na, komm mal her, du kleine Pissnelke. Problem ist nur, ich sehe nicht so viel. Das ist doof. Aber kein Problem. Komm mal schön her. Ja, komm, noch ein Stückchen. Ja, noch ein kleines bisschen. Na komm. Bam. Okay. Das hat irgendwie gar nichts gebracht. Aber tot ist tot. So. Achso. Ihr habt das Ding weitergeschoben, ich wollte gerade sagen. Ich wollte schon gerade sagen, das kann überhaupt nicht sein. Aber ist auch gar nicht so. Okay. Oh ja. Speichern. Speichern muss mal wieder drin sein. So. Na, so. Und so. Okay. Hier durch? Alles klar. Alles klar. Erstmal Waffe zücken, man weiß ja nie, was jetzt hier kommt. Ah, war auch eine gute Idee. Scheiße, ich bin so blöd. So, stirb. Stirb. Ach komm, dann schieße ich das Ding auch noch ab, so. Ich hätte die, glaube ich, einfach mal in Ruhe lassen sollen. Was? Ach, da hinten. Halt die Fresse. So, und hier. Pisting. Oh, oh. Da kommen noch mehr. Mach doch mal kaputt hier. Kommen da nur von da noch oder kommen da noch mehr? Was bist du nur für einer? Du siehst aber ein bisschen anders aus als die anderen. Was ma... Ach so, der hat da so eine Kleine noch drin. Ich verstehe. Aber für die will ich doch jetzt nicht hier links... Oh Mann, ey. Nö, für euch will ich das nicht. Komm her.
zertreten euch oder wir machen das mit E hier. So, zack, zack. Alter, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Fick doch deine Mutter, ey. Warum? Kann doch nicht sein, dass die mich umbringen. Was soll das denn? Ich kann doch nicht für die meine ganze verkackte Munition draufgehen lassen. Was ist das denn? Ach, Isaac. So funktioniert das aber nicht. Da muss ich halt mit der anderen die kleinen Pissdinger abknallen. Das ist ja schlimm. So, warum starte ich eigentlich immer so? Ich will die doch so haben. Jetzt komm, schieß das Beinchen ab. Ja, du brauchst eigentlich gar nicht herkommen. Hier schieß ich auch ab und so. Mann, jetzt stirb. Stirb. Und stirb. Ah, geht doch. Ich muss nachladen. Okay, dann kommt das hässliche Kackteil. Ich weiß nicht, das ist jetzt tot oder nicht? Keine Ahnung. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall... Moment, die Waffe. So. Alter. Schießt er da mal ein bisschen den Arm ab oder so? Wie lange dauert das denn bei dir? Mit der Waffe? Die ist voll scheiße, die Waffe. Ich wollte es nur mal erwähnen. So. Mann, sterb doch, ihr kleinen Kackviecher. So. So, geht doch. Zack. Dann sind wir erstmal wieder die. Laden hier auch nochmal natürlich nach. Das ist ja wohl selbstverfreilich. Okay. Wo muss ich hin? Was soll ich tun? Ich muss einfach nur geradeaus. Oh, das dürfte ich noch gerade so hinkriegen. Erstmal kurz schauen, was wir hier überall noch haben. Es geht hier auch hoch. Was gibt's denn da oben? Da muss ich mir gleich mal angucken, auf jeden Fall. Oh, ein Energieknötchen. Ich glaube, da hab ich da mittlerweile schon zwei jetzt von. Muss ich mal demnächst gucken. Und ich hoffe, ihr hört mich natürlich noch. Ab und zu wird es ein bisschen laut hier im Spiel. Was ist denn da unten? Ach so. Ach, Isaac. Da. Okay, jetzt geht's hier wieder runter. Ach, guck mal. Halbleiter in Gold. Das ist doch schön. Da kriegt man ein bisschen Kohle für. Antriebssequenz starten. Jawohl. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Okay. Was? Alter. Stirb. Und stirb. Ach du Scheiße, warum bist du hier? Geh weg. Oh. Ich muss irgendwo hin, wo... Nein, Scheiße. Shit. Fuck, wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin verwirrt. Hilfe. So. Okay, warte mal. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie intelligent die sind und von da kommen. Scheiße, der war voll daneben. Oh, ich muss nachladen. Kacke. Ja, die sind intelligent genug und können auch von da kommen. Das ist doof. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein. Weg. Okay, schnell. Ich hab noch ein Medipad. Komm, ich hab noch eins. Ich muss weg. Alter Junge, Isaac, du bist doch ein verrückter Hund. Du musst weg hier. Alter, du sollst doch weg. Bist du blöd? Hilfe. Alter, die Steuerung, wenn er rennt, die ist so empfindlich, das ist total behindert, ey. So, hier, verpiss dich, du Kackvieh, Mann. So, nee, ich bestätige jetzt mal gar nichts. Ich habe hier zu tun gerade. Alter, voll in Action und so. Alter, stirb doch, Mann, deine verfickte Fresse ist doch schon weg. Alter, ohne Spaß, ich bin gleich tot. Ich renn mal kurz in die andere Richtung. Alter, jetzt verreck doch. Und du auch. Alter, jetzt stirb doch mal, du behinderte Hure. Mann, ey. 5000 Schüsse reinballern und die sterben einfach nicht. Was soll das? Kackviecher, so. Jetzt hau rein. Antriebe werden gezündet. Ja, schön, ich möchte hier gerne weg. Okay, ich renne jetzt einfach. Nur noch rennen. Warum wurde eine Aufgabe hinzugefügt? Ich möchte hier weg. Die Antriebe sind an. Wir können gehen. Ich habe keine Medis mehr. Das ist scheiße.
Ich wollte es nur mal so erwähnen. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Schön. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Fast. Nehmt deine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einen Biostation. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay. Aber zunächst möchte ich einmal kurz speichern, bitte. Das hat schon wieder Nerven gekostet, diese Kackviecher, die 1000 Schüsse aushalten, ohne zu sterben, obwohl man sie trifft und trifft und trifft, auch wenn ich ihnen die Gliedmaßen abschneide, abschieße und überhaupt. Ja, muss man sich immer aufregen dürfen. Und schreien und so. Ich glaube, da hat es... Also wenn ab und zu das Mikro mal übersteuern sollte, naja, es tut mir leid. Das kann aber passieren, man muss sich aber doch aufregen hier, das kann nicht sein. So. Was ist das? Oh, immer diese Geräusche, ey. Was soll denn diese Geräusche immer? Könnt ihr nicht wenigstens lautlos sein? Ich bin hier. Alter, ich brauche unbedingt Leben. Ich brauche unbedingt Leben. Ist das hier nicht die Brücke? Aber wir sollen eine Monorail zur Brücke nehmen. Was denn hier eigentlich? Kontrollstation. Gefahr. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Ja, ja. Ich bin autorisiert. Was haben wir hier? Medipack. So. Hat sich ja schon mal gelohnt, hier hinzukommen. Weiter rein möchte ich hier aber nicht gehen. Ich habe Angst. Ich werde jetzt eine Homo-Rail, eine Monorail nehmen und dann nichts wie weg. Zurück auf die Brücke. Alter, du... Na, piss dich, du Scheißviehmann. So, hier. Hier, Kackdinger, ey. Die immer um die Ecke... striefen. Scheißviechers. Ah? Hier ist nichts, ne? Nee. Was haben wir denn hier? Was ist denn da drin? Plasma-Energie. Jawohl, nehme ich mit. Was hier? Oh, Medipack. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Nimm jetzt die verkackten Medis mit. So, geht doch. So, ich glaube, jetzt geht's erstmal zurück zu Hammond, wenn ich mich nicht irre. Kapitel 3, Kurskorrektur. Abgeschlossen. Jawohl. Ja, ich möchte gerne speichern. Das wäre zu gütig. Okay. Ja. Genau das. Okay, was haben wir jetzt? Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Von wem? Wenn sie sich in einem Vakuum befinden, ist der Text immer zu kurz, um ihn ganz zu lesen. Das ist natürlich blöd. Aber welche Vernichtung steht denn kurz bevor? Unsere oder die von den Monstern? Das würde mich ja doch mal interessieren. Ich habe jetzt einen Schluck auf. Warum das? Kommen Sie. Kendra hatte recht, das... AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Kapitäns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Gib dir gleich mal einen Cock, Junge. Ah? Meinetwegen auch in deine Pit. Ja gut, das ist ein bisschen ekelhaft. Alter, was ist denn jetzt los? Ach nee! Nicht schon wieder so ein Ding, verpiss dich! Nein! Ih, Alter! Verpiss dich, du Scheiße! Wie muss ich überhaupt drauf schießen? Ich mach's einfach. Cause I can. Ich schieß auf alles. Das ist mir doch egal. So.
Wenn wir im Shop sind, dann kann uns nichts passieren. Das möchte ich zumindest hoffen. Okay. Shop aktualisiert Strahlmunition. Das ist doch toll. Halbleiter Gold verkaufen. Ja, ich bin mir sicher. Reicht die Muni? Ja, aber erstmal wird sie reichen. Man findet ja auch ab und zu noch ein bisschen Impulsgewehr. Achso. Projektile. Ich habe ja nicht so viel Kohle. Das ist das Problem. Strahlenkanone. Soll ich mir die mal einfach holen? Ach komm. Was soll's, ne? Holen wir uns auch zweimal Muni dafür. Mal gucken, was die Strahlenkanone drauf hat. So. Zwei, drei, vier. Alter. Oh. Ich war das nicht. Was hatten die bitte für einen Radius, wo die schießt, Alter? Leck mich am Arsch. Junge, 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 Junge. Oh. Hier bin ich aber neu. Hier waren wir noch. What the fuck? Nee, echt? Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das soll, das muss, ne? Will mich verarschen. Ich stehe doch davor. Ich hab's doch gesehen. Okay, ich bring mal das AA zum Laufen. Ich verflüssige die Scheiße mal. So. Aber erstmal möchte ich speichern. Das wäre ihm jetzt ein tiefes Bedürfnis. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da runter. Alles klar. So. Na gut, mal gucken. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, was denn hier? Kann ich daran ziehen? Nein, schade. Das ist ja doof. Ach, die ganzen Schemata kann ich nicht mitnehmen. Das ist doch behindert. Ach, guck mal, wer da ist. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden. Junge, was meinst du, wie oft ich schon erschreckt wurde hier bisher? Ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone. Ach, wenn es nicht mehr ist. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Ja. Toll. Logbuch des Abbaubetriebs. Dallas A., Aufseher, zweiter Ingenieur. Die Zahl der Todesopfer ist weiter angestiegen. Bisher bekannte Verluste. Arnold Ferdinand, Fernandez D., Ashik M., Backwell W., Bau A., Baristiran O., Briggs R., Kirillo R., ja, könnt ihr selber lesen, das ist ja hier, ne? Ihr versteht schon. Alter, hier geht's ja noch weiter. Ich beeil mich lieber. Ja, ja, mach das mal. Alter, wie viele sind denn hier gestorben, Junge? Bin ich am Arsch. Das sind alles Tote. Boah, Junge. Ach, die haben alle nichts drauf gehabt. So muss man das einfach mal sehen. So, okay. Warum kann ich eigentlich manche öffnen, manche nicht? Oh, jetzt muss ich extra runter, damit ich wieder hochfahre. Junge, ich habe davon schon zwei, drei getötet. Ich weiß Bescheid. Ich bin quasi ein Profi in Scheiße. Nein, in Scheißdinger, so. So. Was haben wir denn jetzt für eine Mission? Aufzüge aktivieren. Ja, guck mal, der Aufzug ist doch schon mal an. Ist doch alles schon mal super. Okay, ich muss schon mal rechts rum.
Das werden wir natürlich auch tun, aber ich werde nochmal kurz speichern. Speichern ist das A und O, glaube ich. Obwohl es ja, glaube ich, auch immer, der speichert ja auch automatisch. Aber ich möchte jetzt auch nochmal speichern. Und mit diesem wunderschönen Blick in die Galaxie verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.